Stelle. Sie ist immer so, sie wollte endlich Berufsorientierung machen. Gibt das einfach bei Schüler online, dann freut sich der Lehrer, dann kriegen wir das endlich mal vor. Oh, das wäre schön. Ja. Ach, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte doch mal eine Vorzeigeklasse. Meinen habe ich früher umarmt, als wir die Sommerferien gegangen sind. Haben alle das auch gemacht? Ich habe die C. Noch Fragen? Man könnte das Gefühl bekommen, du magst deine Klasse nicht. Hast du was anderes? Ist ein durchgeknallter Haufen, aber ich mag sie schon irgendwie. Letztes Jahr haben sie mir immerhin eine Maibaum-Tasse geschenkt. Das ist ein Liebesbeweis. Ich schlupfe als Liebesbeweis in meiner Klasse meine Klassendienst über. Toll, gell? Ja. Ich bin echt neidisch. Aber wisst ihr was? Ich werde sie vermissen. Ja. Ja. Man konnte sich mal so schön anbrüllen. Ja! Weißt du noch, wie es früher war? Wetzlar? In Zoo. In Rüthen. Stück Keppel. Wir waren in Frankfurt. Stimmt. Im Phantasialand. Und rutschten in Kettenberg. Ich kann da irgendwie nicht so viel erzählen. Ich habe fast nur die Abschlussfahrt mit meinem Schülern. Abschlussfahrt! Ich habe nichts gesehen. Erinnerst du dich noch an Rainer? Oh. Auffahren, Rainer. Vollbremsung, auch Rainer. Bier trinken, wieder Rainer. Orientierung. Die hatte Rainer gar nicht. Das war ja eine hochkompetente Busfahrt. Die Busfahrt mit Rainer war manchmal ganz schön schrecklich. Aber der Aufenthalt war schön. Sie haben sich benommen. Die meisten. Bei mir waren alle lieb, aber wir haben ihm immer wieder gesagt, sie würden sich eincremen. Es hat leider nichts gebracht. Wir standen kurz vor Hauttransplantation. Erzähl mir mehr. Einer wollte in Narkose gelegt werden, weil er sich den Nacken verknackst hat. Nicht dein Ernst. Doch. Aber es ist doch so, wenn sie dann missbrauchen, dann knien sie in der U-Bahn-Verein und weinen, weil sie hoffen, dass das Frau nicht tun muss. Ach, wir werden sie vermissen. Man konnte sich so schön mit ihnen streiten und wieder vertragen und diskutieren. Und der gleiche Meinung sein. Gemeinsam über Witze lachen. Sie konnten gut organisieren. Langsam, über ein Musenschiff. Und eins möchte ich noch sagen: Sprachen konnten sie auch. Einige sogar Sächsisch. Und technisch waren sie sehr begabt. Handys erklären. Klima aufbauen. Und wenn es darauf ankam, dann konnten wir uns immer auf sie verlassen.